Hallo und herzlich willkommen, liebe Diablo 3 Freunde. Heute zeige ich euch mal meinen Endstufen-Magier, mit dem ich das Spiel schon verdammt oft durchgespielt habe. Wir befinden uns hier auf Meisterschwierigkeit Stufe 1, einfach nur deswegen Meisterschwierigkeitsstufe 1, aus dem Grund, dass ich jetzt hier nicht zu oft draufgehen will und mich nicht allzu sehr konzentrieren will auf das, was ich tue, damit ich noch mit euch reden kann. Ich gehe nochmal aus dem Spiel raus, um euch zu zeigen, wie wir jetzt genau spielen. Und gleich vorab, ich werde euch auch noch meine Ausrüstung zeigen, wie ich natürlich gelevelt habe, also welche Fähigkeiten ich ausgewählt habe. Und viele haben mich dann immer gefragt, ja, wo lootest du denn etc. Also wir spielen hier auf Inferno. Akt 3 ist super zum Looten, würde ich jedem empfehlen, Akt 4 auch. Aber ansonsten, ich würde immer empfehlen, Akt 3 kann man looten, looten, looten ohne Ende. Und spielen jetzt einfach mal Herz der Sünde. Jetzt nicht wegen dem Looten, sondern einfach, damit ich euch mal zeigen kann, was da so abgeht. Quest Anfang, Meister 1. Und los geht das Ganze. So, jetzt habe ich einen kleinen Schnitt gemacht. Ich wollte euch die Ladezeiten ersparen und da sind wir nun. Und ich zeige euch als allererstes mal die Fertigkeiten. Ach ja, das Wichtigste vorab, bevor man die Fertigkeiten wählt, geht ihr auf Option, auf Gameplay und aktiviert diesen Wahlmodus hier. Weil dadurch könnt ihr, also nur dann könnt ihr die Fähigkeiten wählen, die ich jetzt auch gewählt habe. Unser Hauptangriff ist im Prinzip hier dieser Kettenblitz, der total unterschätzt ist. Der wird kaum gespielt, tatsächlich, von Diablo-Spielern. Ich finde den aber super. Normalerweise, was wirklich richtig gut ist, ist der Schockimpuls. Und zwar, wenn man dann hinten den letzten Punkt noch auswählt, dass quasi so eine Bubbleblase kommt. Ich bin aber wirklich ein Fan von diesem Stromschlag hier und habe dann noch gegabelter Blitz als Rune ausgewählt. Kritische Treffer lösen Blitzschläge in zufällige Richtungen aus. Das ist eine unserer Kernfähigkeiten, denn es geht hier stark auf kritische Treffer, dieses Bild. Dann habe ich hier als zweite Fähigkeit noch den Blizzard ausgewählt, den spammen wir auch am laufenden Band. Dazu harter Winter erhöht den Wirkungsbereich von Blizzard. Dann habe ich als einzigste wirkliche Schutzfähigkeit Teleportation und das Wurmloch, damit man sich zweimal hintereinander schnell wegteleportieren kann, wenn es mal hart auf hart kommt oder man die erste Teleportation in den Sand setzen sollte. Und dann habe ich schlussendlich noch magische Waffe. Mit der Rune mächtige Waffe erhöht den Schadensbonus von magische Waffe und verleiht eine Chance, Gegner zurückzustoßen. Dann habe ich noch, hoppala, Energierüstung mit der Offensivbarriere, was nochmal die kritischen Treffer erhöht. Dann natürlich noch Archon-Fähigkeit mit verbesserter Archon als Rune. Also wenn es mal noch härter auf härter kommt, als so, dass er euch nicht nur noch das Wegteleportieren reicht, dann verwandelt ihr euch einfach und mäht alles nieder. Und dann bei den passiven Fähigkeiten, das Allerwichtigste hier mit ist... Was heißt das Allerwichtigste? Das Zweitwichtigste hier ist die Glaskanone, um den Schaden nochmal zu erhöhen. Allerdings nehmen wir 10% mehr Schaden. Zweitwichtigste ist kritische Masse. Kritische Treffer gewähren eine Chance, laufende Abklingzeiten eurer Fertigkeiten um eine Sekunde zu reduzieren. Und da wir ständig kritische Treffer verursachen werden, werdet ihr gleich sehen, ist das sehr, sehr geil. Und dann haben wir noch beflügelnder Schutz, erhöht die Dauer der Rüstungszauber um 120 Sekunden und man regeneriert noch pro Sekunde einiges an Leben. Alternativ, wer da keinen Bock drauf hat, schnappt sich instabile Anomalie, so als Rettungsanker, wenn man doch mal sterben sollte auf Meisterschwierigkeit 5 beispielsweise, dann ist dieses passive Extra keine schlechte Sache. Das waren die Fertigkeiten, kommen wir zum Inventar. Wenn euch das jetzt genauer interessiert, drückt einfach Pause. Ich lasse jetzt immer jeweils ein paar Sekunden, um das zu zeigen. Hier ist Lorax Wahnsinn, einer der besten Stäbe überhaupt im Spiel. Dann Clownrache, da geht definitiv noch was besser bei den Handschuhen. Bei dem Schulterschutz bin ich auch der Meinung, geht es noch besser. Der Aschemantel wiederum, ein legendärer Brustschutz, der haut ordentlich rein, Stufe 60 Gegenstand. Dann diesen netten Hut habe ich vom Kumpel geschenkt bekommen, Schemen des dunklen Magiers, der geht wirklich ordentlich vorwärts. Dann haben wir noch Tal Rashas Loyalität, ein Set-Gegenstand. Dann habe ich hier noch Verheißung, ist auch ganz ordentlich, legendärer Armschirm, Stufe 60. Der Oculus, auch Wahnsinn, was der so alles kann, wenn sich das mal reinzieht. Und dann habe ich hier noch zwei Set-Ringe, die recht cool sind. Und ja, das war es im Prinzip schon. Hier noch schnell meine Schuhe, Gürtel auch noch zeigen. Ja. Und wie ihr seht, aktuell noch 236.000 Schaden, also 236.000 Schaden, die ich verursache, 32.000 Leben und 2.862 Rüstungswert. Das Ganze treiben wir aber gleich nochmal nach oben. Dazu aktiviere ich jetzt meine Energierüstung und nochmal eine magische Waffenfähigkeit. Und schwuppsdiwupps haben wir 284.000.
Als Begleiter haben wir jetzt aber hier noch den Dieb. Und den hauen wir hier noch die Fähigkeit Anatomie. Versprochen. Nochmal rein, um nochmal unsere kritische Trefferchance zu erhöhen. Und schwuppsiwupps haben wir jetzt hier 294k Schaden. Das Ganze lässt sich auch noch über 300k Schaden treiben. Ohne weiteres. Aber das reicht mir jetzt erstmal aus. Hier seht ihr nochmal kurz die Charakterdetails. Wie gesagt, wem das nochmal die Details im Detail interessieren, der drückt einfach kurz Pause im Video und schaut sich das hier nochmal genauer an. Geht's mal noch bis ganz zum Schluss durch. So. Und dann geht's jetzt mal ab zum Schnetzeln. Die Ladezeit wird jetzt allerdings nicht allzu lang sein, deswegen lasse ich die jetzt mal drin und schneide die nicht raus. Here we go. Wie ihr seht, mit dem kleinen Vieh, diese Blitze, immer wenn hier die Blitze rauskommen und schwuppsdiwupps bin ich tot. Ein hervorragender Vorführeffekt. Ich lasse mich bei der Leiche wiederbeleben. Unfassbar. So, jetzt warten wir mal, bis wir wieder lebendig sind. Das war auf jeden Fall mal ein ordentlicher Fail. So, erstmal hier wieder alles aktivieren. Den Zweck porten. Und dann muss ich mich mal kurz hier konzentrieren, um die Typen alle wegzunatzen. Weil die haben ja ein Lebensband, deswegen fallen die leider Gottes nicht allzu schnell um. Das heißt, sie verteilen sich die Gesundheit untereinander. Gleich mal auf einen stärkeren Gegner getroffen. Ich habe vorhin mal ganz kurz einen Probelauf gemacht, weil ich ewig kein Diablo 3 mehr gespielt habe. Da bin ich hier durchgeschnetzelt wie sonst was. Und kaum nehme ich auf, gehe ich natürlich sofort drauf. Aber sowas schneide ich ja prinzipiell nicht raus. Wenn ich versage, dann dürft ihr mir dabei zuschauen. So, jetzt rennen wir aber trotzdem noch ein bisschen rum. Oh, ein Schatzgoblin. Also was ich jetzt ja tendenziell immer machen würde, ist den Blizzard Spam ohne Ende. Wenn ihr euch wundern solltet, warum ich keine Sekundärmagiefähigkeit habe, könnt ihr euch theoretisch auch mal reinhauen. Sonst verwandeln wir uns erstmal in Archon. Ein Stückchen wieder zurückfliegen. Könnt ihr das auch machen, was euch da so ebenso gefällt, aber ich habe mich halt wie gesagt darauf konzentriert, eher den Booster zu spammen, ohne Ende dafür meine ganze Magie rauszuballern und dann halt die Standardattacke die ganze Zeit zu machen. Nicht genug Platz. Das ist natürlich blöd, weil einen legendären Ring würde ich ja schon gern mitnehmen. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich on the flow die Sachen wegwerfe. Also schauen wir doch mal, was kann ich gerade nicht gebrauchen. Hier habe ich doch sehr viele Sachen. Weg damit. Schnappen wir uns mal den legendären Ring und schauen nochmal nach. So viel Zeit muss sein, was wir da haben. Siegelring des Hierophanten. Was für ein Name, aber kann ich nicht wirklich gebrauchen. Das kann man dann wieder verticken. So, jetzt laufen wir noch mal ein bisschen rum. Also es ist, wie gesagt, verzeiht mir, es ist nicht das Glorreichste, was ich hier spiele. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt, habe jetzt vorhin mal kurz 10 Minuten Probe-Gameplay gemacht. Da lief das alles noch ein bisschen geschmeidiger. Als es jetzt der Fall ist. Mich würde mal interessieren, wie ihr den Magier so spielt. Ich habe übrigens auch schon mal einen Guide zum Eismagier gemacht. Wer mich noch nicht so lange kennt, dem packe ich das Ganze jetzt in die Anmerkungen oder eben auch in der Videobeschreibung. Ich wärme mich gerade erst auf. Und wie gesagt, immer wenn ihr seht, dass die Blitze aus dem Gegner wieder rausspringen, ist das ein Zeichen dafür, dass wir gerade kritischen Trefferschaden verursacht haben. Also sieht man so ganz gut, wann man auch wirklich kritischen Trefferschaden macht durch die Standardattacke. So. Und das war es im Prinzip auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vergessen. Ihr habt Ausrüstung, Fertigkeiten etc. gesehen. Wie gesagt, wen das nochmal im Detail interessiert hat, die Ausrüstung, der drückt da einfach nochmal Pause. In der Anmerkung findet ihr den Guide zum Eismagier. Eismagier ist ein Mid-Level-Zauberer, also kein Endgame-Zauberer. Und wie gesagt, wie spielt ihr den Magier? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Diablo 3 Guides mal sehen wollt, dann fuchse ich mich dann auch vielleicht mal ein bisschen wieder mehr rein. Dann gebt doch gerne mal einen Daumen hoch oder schreibt, für welchen Charakter ihr denn gerne mal so einen Klassenguide sehen würdet. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Haut rein!